Ja, da hat man nur noch ein Grinsen im Gesicht. So richtiges kleines Grinsen im Gesicht, ja. Hier, die drei, die machen sich schon. Die werden noch Best Friends for life. Oder in life. Wir müssen jetzt zur Villa zurück. Was müssen wir da machen? Genau, wir müssen, etwas machen. Und zwar, wie gesagt, den Leuten erklären, um was es geht gerade. Ich bleib mal kurz stehen. Was passiert ist, alles, ganze Sabralli in Anführungszeichen, erklären, was in der Gruft passiert ist, was Minerva gesagt hat und was, also generell, was uns da erwartet hat und was Minerva gesagt hat und wie man darauf handelt, wie wir darauf handeln werden. Der Assassinenorden, der Templerorden besteht jetzt kaum noch in dem Maße, zumindest in Italien, den man kennt. Und ich denke, ja, wir werden das jetzt mal machen. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forlì. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Ja, da haben wir Maria kennengelernt, unsere Mutter, die auch überlebt hat. Und Niccolò Machiavelli haben wir auch kennengelernt, einen Assassinenfreund, beziehungsweise momentaner Anführer, denke ich, so habe ich es verstanden. Der Assassinen und Caterina Sforza, natürlich die Statthalterin von Forlì, die wir auch in Teil 2 begegnet sind. Die, wie man sagen muss, natürlich in Teil 2 komplett anders aussah. Da haben sie das Modell, das Gesichtsmodell, generell die Körper komplett geändert. Im Gegensatz zum Teil 2. Teil 2 sah sie ja richtig hässlich aus. Jetzt sieht sie ja einigermaßen schön aus, finde ich. Also meiner Meinung nach kann man damit leben. Also ist jetzt nicht extrem hässlich, ist jetzt aber auch nicht, boah, Topmodel. Naja, also sieht richtig geil aus, ne? Ist jetzt nicht so, aber auf jeden Fall verbessert, sag ich jetzt mal. Und dann gehen wir mal in unser Dorm, quasi in unseren Raum, unsere Ruhestätte sozusagen, und gucken, was so passiert.
Willkommen daheim. Möchtest du noch mal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Oh mein Gott. Das ist sehr heftig. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Ja, dann komm, los! Weiter! Wir müssen. Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger. Vernichtet ihre Kanonen, Signore! Okay, wir müssen die Kanonen aufhalten. Noch ein Schuss, dann ist der Turm auch weg. What the fuck? Scheiße. Kanonenschrott, scheiße. Zur nächsten, komm. Er ist tot, Signore. Oh Gott, oh Gott.
Okay. Dann. Ich hab 25 Bürger noch. Alles klar, okay. Die Werte, aber Gott sei Dank haben wir die Bürger gerettet. Okay, kommt her. Na, wer? Her. Boah, scheiße, ich bin so schlecht. Meine Fresse, Alter. Okay, treten wir ihn. Das ist auch ein neues Feature. Boah, haben wir es geschafft. Oh oh. Halt! Halt oder du stirbst! Bam! Den kann man jetzt auch werfen jetzt. Ist cool. Sehr cool. Sie brechen durch das Tor! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie... Oh mein Gott, ist jetzt Mario tot und Ezio angeschossen. Alles klar, das ist ja super. Basta! Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Jetzt! Gott, Alter. Jetzt chill mal. Greift ihn! Tod aussuchen! Meine Fresse, Alter. Okay, kommt, los! Ich habe meine Befehle. Du kommst hier nicht durch. Ja, das wäre wahrscheinlich richtig gewesen, aber komm, hoch. Ezio! Gott, Alter! Junge, mein Freund, das geht gar nicht. Geh in den Altarraum! Folgt mir! Bin hier bei euch! Komm, greif mich an! Komm, greif an! Ich komm schon! Fast ihn!
Okay, komm. Behinderter Junge. What the fuck? Komm, schnell! Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Schnell, Ezio! Und die... Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. So, den Typen mal bitte merken. Grazie, addio. Den Typen mal gerade, den Dieb gerade mal bitte merken für später mal im Laufe des Spiels. Ne? Danke. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Das werden wir nicht, Maria. Das werden wir nicht. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 1 beendet. Yes! Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Mal wieder. Für euch, sozusagen. Ja. Er ist stark angeschlagen. Gerade, ja, bewusstlos geworden. Klingt ja schon mal gut, ne? Für den dritten Teil, ne? Von Assassin's Creed. Aber jetzt kann er plötzlich wieder gut gehen, oder was? Alles klar.